Gratis Strom von der Sonne. Ein Traum. Doch was macht man, wenn die Sonne nicht scheint? Hierfür bietet Sendure eine Lösung. Mit dem Solarflow-System könnt ihr euer bestehendes Balkonsystem updaten. Und nicht benötigte Energie wird in einem Akkusystem gespeichert. Ein Balkonkraftwerk besitzt, ist euch bestimmt schon aufgefallen, dass das System immer einspeist. Das ist natürlich auch der Fall, wenn euer Haus mal keinen Strom benutzt oder nur weniger als die Anlage einspeist nutzt. Das heißt, ihr verschenkt Strom. Das wollen wir natürlich nicht und hier genau setzt Sendure mit der Solarflow-Lösung an. Ihr bekommt hier ein Akkusystem. In der Zeit, wo euer Haus keinen Strom braucht, wird der Akku geladen und wenn ihr wieder zu Hause seid, könnt ihr über den Akku euer Haus bepowern. Das System wurde uns mit freundlicher Unterstützung von Sendure zur Verfügung gestellt. Vielen Dank an dieser Stelle. Die Meinung ist wie immer unsere eigene. Schauen wir uns zunächst einmal an, welche Komponenten für so ein System benötigt werden und was der Hersteller genau alles liefert. Wenn ihr schon Besitzer von einem Balkonkraftwerk seid, dann habt ihr natürlich schon einen Mikrowechselrichter. Dazu das passende Einspeisekabel und Kabel für die Solarpanel. Sendure liefert euch den Smart PV Hub mit allen dazugehörigen Kabeln und die Add-on Batterie AB1000. Hierbei kommt es natürlich darauf an, ob ihr das Set mit 1, 2, 3 oder 4 Akkus gewählt habt. Auch hier sind wieder alle Anschlusskabel inklusive. Wichtig, es sind natürlich auch alle notwendigen Handbücher dabei. Wichtig sind natürlich noch eure Solarpanels. Hierbei unterstützt das Solarflow-System zwischen 16 und 60 VOC und Strom maximal 13 Ampere. Und wie ihr sehen könnt, gehören gar nicht viele Komponenten dazu, um ein solches System aufzubauen. Auch wenn der Aufbau des Systems sehr einfach gehalten ist, schaut doch gerne mal noch in das beiliegende Handbuch. Dort sind alle Informationen, die ihr benötigt. Vielleicht findet ihr noch die ein oder andere wichtige Info für euch. Mit dem Handbuch können sogar absolute Solar-Neulinge ohne Probleme das System in Betrieb nehmen. Ein großer Pluspunkt, Sendure setzt auf universelle MC4-Anpassungsfähigkeit. Das heißt, ihr könnt einfach eure bestehenden Kabel verwenden und dementsprechend mit eurer Solaranlage koppeln. Hier noch einige Facts zum Solarflow-System. Sendure bietet euch 10 Jahre Garantie. Sendure hat als erstes ein TÜV- und EMC-zertifiziertes Balkonkraftwerk mit Speicher am Start. Unterstützt einen Output von 0 bis 1200 Watt, bietet eine 15-jährige Lebensdauer und bietet eine Kompatibilität von ca. 99% aller Mikrowechselrichter. Das System ist IP65 wasserdicht und in extremen Umgebungen getestet worden. In unserem Beispiel verwenden wir den Heumals Mikrowechselrichter HM800. Falls ihr noch keinen Wechselrichter besitzt, kann ich euch dieses Gerät ans Herz legen. Er funktioniert einwandfrei. Sendure liefert alles notwendige Montagematerial mit, inklusive der kleinen Wi-Fi-Antenne für euren Smart PV Hub. Schauen wir uns den Smart PV Hub im Detail an. Der Hub hat ein Gewicht von rund 4,7 Kilogramm bei einer Größe von 363 x 246 x 64 mm. Der Hub ist super robust, denn er besteht aus Vollmetall. Die IP65-Zertifizierungen sorgt dafür, dass auch härtesten Wetterbedingungen standgehalten wird. Der Hub beherbergt ein intelligentes Batteriemanagementsystem. Auf der Oberseite rechts seht ihr den Anschluss für euren Wechselrichter. Auf der linken Seite seht ihr die Anschlüsse für eure vorhandenen PV-Module 1 und 2. Auf der Vorderseite befindet sich weiterhin noch ein grüner Knopf, mit dem ihr das Gerät ein- und ausschalten könnt und auch das Gerät in den Wi-Fi-Pairing-Modus versetzen könnt. Die drei LEDs auf der Vorderseite geben euch Informationen über den Betriebszustand bzw. Ladezustand des Geräts. Hier an den Seiten sind auch wieder schön die MC4-Anschlüsse zu erkennen. Wir sind von der hohen Verarbeitungsqualität und dem Material hoch begeistert. Ich denke, da sind die 10 Jahre Garantie nicht aus der Luft gegriffen. An der unteren Vorderseite könnt ihr erkennen, es gibt einen Anschluss für die Wi-Fi-Antenne. Die mitgelieferte Antenne könnt ihr einfach durch Hereindrehen dort befestigen. Und rechts vorne an der Unterseite seht ihr den Spezialanschluss für den Batterieanschluss.
Für den Anschluss an die Batterien benötigt ihr ein spezielles Kabel. Dies ist selbstverständlich im Lieferumfang enthalten. Auf der Rückseite des Enduris Smart PV Hubs sehen wir die Kühlrippen. Das sorgt dafür, dass das Gerät immer ordentlich kühl bleibt. Als nächstes schauen wir uns einen richtigen Knaller an: die Batterien. Das Gehäuse der Zendure AB1000 ist der helle Wahnsinn. Man hat eher das Gefühl, einen Flugzeugflugschreiber in der Hand zu halten, als eine Batterie. Wow, Respekt! Links und rechts an dem hochwertigen Metallgehäuse wurden Metallgriffe verbaut. Die könnt ihr schön herunterklappen und somit die Batterie durch die Gegend tragen und dann später auch, wenn ihr mehrere Batterien habt, aufeinandersetzen. Ich kann euch gar nicht sagen, wie cool ich dieses Gehäuse finde. Auf der Oberseite seht ihr dann wieder den passenden Anschluss. Der wird dafür benötigt, dass ihr die Batterie an eurem Smart PV Hub anschließen könnt und die Batterien auch aufeinander stapeln könnt. Auf der Unterseite findet ihr dann auch nochmal den gleichen passenden Anschluss, um die Batterien aufeinander stapeln zu können. Der hohe Qualitätsanspruch wird auch hier nochmal an den Gummifüßen deutlich, die sehr hochwertig verarbeitet sind und auch dafür sorgen, dass der Boden nicht verkratzt und dass die Batterien sicher aufeinander sitzen. Ihr habt euer Balkonkraftwerk natürlich in verschiedenen Szenarien stehen. Der eine hat es auf dem Dach, der andere hat es am Balkon, der andere hat es im Garten stehen. In unserem Fall haben wir das Ganze jetzt für unser Projekt auf ein Garagendach gepackt. Trotz des vorhandenen IP65-Ratings würde ich euch empfehlen, die Komponenten im Trockenen zu verbauen. Langfristig ist es natürlich, was die Haltbarkeit angeht, denke ich, ein deutlicher Punkt und ich bin kein Fan davon, solche Geräte Wind und Wetter auszusetzen. Auch wenn es natürlich technisch gesehen wirklich möglich ist. Ihr benötigt zunächst natürlich einmal einen Einbauort für den Smart PV Hub und die Batterie. Hierbei sind natürlich die ausreichenden Längen der Solarpanelkabel zu beachten. In unserem Fall haben wir innerhalb der Garage den Smart PV Hub an der Wand montiert. Die Batterie haben wir direkt unter dem Smart PV Hub am Boden platziert mit ausreichend Platz, um gegebenenfalls später nachrüsten zu können. In unserem Beispiel montieren wir den Wechselrichter direkt unter dem Smart PV Hub. Dann haben wir die Solarpanelkabel direkt in der Nähe. Und auch die Einspeisung kann von dort aus verlegt werden. Wichtig nochmal an der Stelle, vergesst nicht die Wi-Fi-Antenne am Smart PV Hub anzubringen, denn sonst könnt ihr euer Gerät nicht ins Heimnetzwerk einbinden. Reindrehen und los geht's! Sobald ihr den Wechselrichter montiert habt und in der Nähe vom Smart PV Hub seid, montiert ihr die Y-Stecker an den Smart PV Hub. Ihr nehmt hierbei einfach die beiden Anschlüsse an der rechten Seite mit der Kennzeichnung zum Wechselrichter. Hierbei könnt ihr nichts falsch machen, die Stecker passen nur in einer Richtung. Da wir einen Wechselrichter mit 4 Eingängen haben, verbinden wir demnach 4 Kabel, 2 links und 2 rechts mit dem Wechselrichter. Solltet ihr einen anderen Wechselrichter haben, benötigt ihr die Y-Stecker natürlich nicht. Im nächsten Schritt verbinden wir einfach das mitgelieferte Batteriekabel mit dem Smart PV Hub. Und dann schließen wir noch, bevor wir die PV-Module anschließen, das Batteriekabel vom Smart PV Hub an die Batterie an. Jetzt ist es endlich soweit, wir können unsere Solarpanels anschließen. An der linken Seite PV1 und PV2 Input schließt ihr einfach eure vorhandenen MC4 Kabel an den Smart PV Hub an. Im letzten Schritt verbindet ihr dann das Einspeisekabel mit eurem Wechselrichter. Und so muss das Ganze dann aussehen, wenn ihr alles fertig verkabelt habt. Zusammengefasst haben wir den Smart PV Hub mit der Batterie zwischen eure Solarpanels und den Wechselrichter gebaut. Um euer System zu konfigurieren, benötigt ihr die Zendure Smartphone App. Die ladet euch im jeweiligen App Store herunter. Zur Einrichtung des Wi-Fis drückt ihr wie beschrieben den grünen Knopf so lange, bis die Wi-Fi-Einrichtung beginnen kann und verbindet euer System mit eurem Heimnetzwerk. Nach der erfolgreichen Einrichtung taucht euer SolarFlow-System in der App auf. Um dann zu starten, könnt ihr euren Wechselrichter auswählen. Hierzu geht ihr einfach in das Menü, sucht nach dem jeweiligen Hersteller, wählt ihn aus und stellt den maximal akzeptablen Eingang ein. Aktuell sind wir in Deutschland noch bei 600 Watt, ab Januar 2024 ändert sich das, da könnt ihr bis maximal 800 Watt einspeisen und das ist hier aber schon mal möglich, ihr könnt es softwareseitig dementsprechend einstellen und seid auch für die Zukunft gerüstet. Wenn ihr euer System auswählt, seht ihr hier schon, dass Energie produziert wird. Meine Panels produzieren Leistung und hier geht ein Großteil in meine Batterie und ein Teil in das Haus. Im sehr interessanten Szenario seht ihr, dass jetzt hier keine Energie von den Solarpanels mehr erzeugt wird, aber hier zum Beispiel am Abend meine Batterie mein Haus immer noch mit Strom versorgen kann. Das ist das Coole an der Sache. Ein wichtiger Punkt sind die Energiepläne, denn das Gerät ist nur so smart, wie ihr es denn auf eure Bedürfnisse anpasst.
Also ihr könnt nicht erwarten, dass das System selbst erkennt, was ihr denn für Bedürfnisse habt. Hierbei könnt ihr euch überlegen, nehme ich den Batterie-Prioritätsmodus, den Termin-Modus, intelligenten Matching-Modus oder den Smart-CT-Modus. Hierbei ist positiv zu erwähnen, dass der Smart-CT-Modus zusätzlich hinzugekommen ist über ein App-Update innerhalb des Testzeitraums. Den Batterie-Prioritätsmodus solltet ihr vorzugsweise in Stunden mit gutem Sonnenlicht verwenden. Da könnt ihr dann ungefähr einstellen, Solar Flow auf etwa 100 Watt für euren Haushalt und die überschüssige Energie wird in der Batterie gespeichert, dass ihr für Zeit ohne Sonne noch Energie habt. Wenn die Batterie dann voll ist und noch Sonne scheint, wird die restliche Energie in euer Haus geliefert. Hierbei könnt ihr dann auch langfristig entscheiden, ob ihr vielleicht sogar mehr Batterien benötigt, weil ihr vielleicht mehr Energie erzeugen könnt. Das könnt ihr über einen gewissen Zeitraum herausfinden, nicht dass ihr wieder Energie verschenkt. Recht einfach funktioniert auch der Terminmodus. Hier könnt ihr einfach selbstständig Zeiten festlegen, wann ihr im Haus wie viel Energie benötigt. Dort könnt ihr dann einfach einstellen, um wie viel Uhr wie viel Watt ins Haus gehen sollen und wie viel in den Akku. Das ist ganz nice, wenn ihr wisst, dass ihr zum Beispiel vormittags im Homeoffice arbeitet und dort mehr Energie zu Hause benötigt als im Akku. Die bisherigen Modi basieren alle auf Schätzungen. Richtig interessant wird's jetzt mit dem intelligenten Matching-Modus. Hierfür bietet Zendure euch die sogenannten Satellite Plugs. Die könnt ihr einfach mit den Geräten verbinden, wo ihr wisst, dass sie für euch viel Strom benötigen oder dass ihr in der Zeit gerne damit bepowert haben möchtet. Sei es ein Gefrierschrank, ein Ofen, eine Spülmaschine oder was auch immer. Das heißt, ihr steckt euren Verbraucher in den Satellite Plug und der Smart PV Hub kann intelligent die Geräte mit der benötigten Energie versorgen und so verschenkt ihr auf keinen Fall mehr Strom. Aus meiner Sicht die interessanteste Lösung, denn euer Stromnetz an sich ist ja dumm, es weiß nicht genau, wie viel Strom es verbraucht, welche Geräte wie viel Strom brauchen und so könnt ihr wirklich die Geräte damit intelligent machen und genau sagen, wann euer Smart Hub wirklich Energie liefern soll. Das finde ich ein richtig cooles Feature. Zur Einführung von Lösungen mit Batteriespeicher gab es immer noch die Bedenken, dass sich diese Lösungen nicht rentieren. Da bin ich voll dabei, da ja unser Stromnetz, wie schon erwähnt, nicht intelligent ist. Jetzt hat Zendure ein App-Update herausgebracht und jetzt wird es richtig interessant, denn der Shelly Pro 3 EM und der Smart Monitor CT können jetzt in Echtzeit gekoppelt werden, denn damit kann die Einspeisung verbrauchsabhängig gesteuert werden. Mit den Satellite Plugs ist es ja auch nur eingeschränkt möglich, weil nicht jedes Gerät daran angeschlossen werden kann, wie zum Beispiel Wärmepumpen. Dieses System konnten wir jetzt nicht testen, da wir keiner dieser Geräte vorliegen haben, aber der Ansatz ist richtig cool und wenn ihr sowas schon besitzt oder euch anschaffen möchtet, ist das natürlich die absolut smarteste Lösung für das Zendure Solar Flow Konzept. Ihr könnt das Ganze aber auch komplett freigestalten und die Entladegrenzen manuell setzen. Mit dem letzten Update hat sich einiges verbessert. Man konnte in der Vorgängerversion nur in 100 Watt Schritten einspeisen, jetzt könnt ihr es aufs Watt genau und sogar unterhalb von 100 Watt einspeisen, das ging vorher nicht. App-Update mäßig, absolut vorbildlich. Hier wird wirklich auf das Feedback der Community gehört, denn wir haben mit der Vorabversion gearbeitet und da war das nicht möglich. Hier wurde das wirklich innerhalb von einer Woche umgesetzt. Wirklich vorbildlich. In der App könnt ihr noch einige Auswertungen einsehen, wo ihr sehen könnt, wann hatte ich Batteriebetrieb, wie viel wurde denn überhaupt eingespeist in mein Haus und wie lang reicht der Strom denn nachts? Brauche ich vielleicht eine zweite Batterie? Das sind alles Dinge, die ihr dort einsehen könnt, wie viel produziert wurde und wie viel auch ins Haus eingespeist wurde. Das ist grafisch schön aufgearbeitet und für jedermann verständlich. Zusammenfassend können wir sagen, Zendure hat mit dem Solarflow-System ein echt cooles Konzept auf den Tisch gehauen. Die Hardware ist super hochwertig, die Software wird regelmäßig geupdatet, auch wenn es natürlich immer Verbesserungspotenzial gibt. Aber hier wird auf die Community gehört und es hat nachweislich gut funktioniert bisher. Je besser dieses System auf den Verbrauch des Hauses angepasst werden kann, umso mehr Strom könnt ihr wirklich sparen und verschenkt ihr nicht an den Netzanbieter. Richtig gigantisch ist aktuell der Preis. Denn wenn ihr auf den Zendure Online-Shop geht, wir haben euch das unten in der Videobeschreibung verlinkt, bekommt ihr das System statt für 1427 Euro aktuell für 839 Euro mit einem PV-Hub und einer Batterie. Das ist wirklich der Hammer. Schaut unbedingt vorbei. Das heißt, so ein System kann sich schon nach 1 bis 1,5 Jahren amortisiert haben, je nach Sonneneinstrahlung und Setup. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst uns gerne ein Like da. Wenn ihr Fragen und Anregungen habt, gerne bei uns in die Kommentare schreiben. Wir diskutieren gerne mit euch über das Zendure Solar Flow. Wir sind raus, bis zum nächsten Mal. Ciao!